Eine ganze Weile ist es her. Der Krieg endete. Die Zeit wurde unvergangen. Ich scheiterte. Seit jenem Tag reiste ich hin und her. Am Tag in dieser Welt, in der Nacht in einer fernen. Ich scheiterte damals, verlor meine Kraft. Und doch wagte ich es zu hoffen. Ich war geschlagen, der direkte Feind des Sternlichts. Doch letztlich stand ich nicht alleine. Nein, es gab Pokémon, die mir folgten. Es gab Feinde, die verstehen könnten. Ich war geschlagen. Doch nicht die Botschaft, die ich hinterließ. Ich war gefallen. Doch ich konnte hoffen. Auf jene, die noch weiter kämpften. Der Fall des Himmels. Es war noch möglich. So hoffte ich. Und ich wartete. Wochen. Monate. Jahre. Umsonst. Ich hatte gebetet, gehofft, doch nein. Die mir einst folgten, verloren die Hoffnung. Die mich einst stürzten, glaubten ihre Fehler zu sehen, doch akzeptierten sie nicht. Ich dachte, mein Erbe lebte, doch es starb mit mir. Das Licht der Hoffnung, wie auch ich, starb es. Der Fall des Himmels, er konnte nie zustande kommen. Ich log euch an, der Fall des Himmels, Dawn of the Skies. Es war nie zu sein, nein. Und doch. Wenn die Zeit unvergangen wird, werden 6 Teile der Flamme den Sturz des Himmels verhindern und eine neue Ära einleiten. Es gab eine Botschaft, verloren in alten Zeiten. Ich hielt sie für einen meiner abstrusen Träume, die sich gerne zwischen Visionen mischten. Doch als ich sie so sah, so verzweifelte, mein Werk vergehen sah. Wenn die Zeit unvergangen wird. Die Prophezeiung wusste, dass ich scheitern würde. Der Sturz des Himmels wurde verhindert. Wie ich starb auch das Licht der Hoffnung. Doch starb ich wirklich? Nein. Denn heute bin ich hier. Und selbiges gilt für das Licht. Die Flamme. Die 6 Splitter der Flamme. Terrus. Lunala, Tundil Dreron, erhöret mich, o höchste Götter. Wir müssen beginnen, jetzt. Wenn wir uns vorbereiten, wenn wir die Chance nutzen, dann ist es vielleicht noch nicht zu spät. Dann könnte die Hoffnung leben. Was genau bedeutet das alles nun für den Kanal und das Projekt? Nun, ich muss sagen, ich bin erstmal gespannt, wie viele Leute sich dieses Video überhaupt nicht anschauen oder schon abgeschaltet haben, weil sie dachten, es wäre ohnehin nur ein April-Scherz. Aber das ist dieses Jahr der Gag an meinem ersten April-Video. Es ist kein Scherz, trotz all dem Setup. Ich hatte nie geplant, Spezialepisode X zu schreiben. Warum habe ich es dann behauptet? Simpel. Ich wollte noch nicht diese Ankündigung hier machen, da ich nicht wissen konnte, ob ich wirklich genug Plot zusammenbekommen würde. Gleichzeitig hatte ich die Sorge, dass viele Zuschauer der Walross-Edition gehen würden, als die Reihe endete. Und somit legte ich Spezialepisode X als eine Art Köder aus.
Allerdings war sie nie wirklich geplant. Stattdessen gibt es die Sage der Flamme. Was genau das heißt, sollte offensichtlich sein. Doch weil es so groß ist, noch einmal für uns alle. Die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition bekommt nicht noch eine Spezialepisode. Sie bekommt eine gesamte zweite Staffel. 6 neue Geschichten. Eine Handlung, die sich an die der ersten Staffel anknüpft. Eine neue Saga. Nach dem Ende von Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg und ein paar Wochen Pause wird der erste Teil der zweiten Staffel, Flüstern des Forstes, als Hörspiel beginnen. Trotzdem hoffe ich, dass niemand Plotkrieg nun nur als ein Übergangsprojekt sieht, denn das ist es nicht. Genießt es und habt euren Spaß daran, es ist ein riesiges und bisher mein bestes Projekt. Sobald es endet, machen wir weiter mit etwas weiterem Großen. Die zweite Staffel der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Teil 2 meines größten Projekts.